Sehr freundlich, danke. Ja, ja. Ist ja gut. Ja. So. Herzlich willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren. Wir haben heute wieder fantastische Gäste für Sie und auch fantastische Themen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Es gab eine europaweite Umfrage. Ja. Was machen Sie am liebsten im Auto, wenn Sie gute Laune haben? Ja. Oh. Auf Platz 1 singen. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum es Taxifahrer nie zu DSDS schaffen. Ja. Oder? Ja. 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 Und ja. Auf. Ja. Auf Platz 2 dann, das fand ich persönlich sehr überraschend. Was war das nochmal? Auf Platz 2 Spiele spielen. Ja. Ja, was denn für Spiele im Auto, oder? Wahrscheinlich sowas wie blinde Kuh. Ja. Oder auch gerne gespielt im Auto Skat. Ja. 180, 200 weg. Verstehen Sie? Ja. Man weiß es nicht. So, meine Damen und Herren, dann auf Platz 3 der beliebtesten Gute-Laune-Tätigkeiten im Auto war Essen. Ja. Dazu wollte ich eigentlich noch den Elten fragen, aber der ist noch auf der Autobahn. Verstehen Sie? Ja. Ja. Hätte man Tatjana Gsell gefragt, dann wäre die Antwort gewesen, trinken und danach Fahrerflucht begehen. Ja. So, meine Damen und Herren, dann habe ich noch eine erschreckende Meldung für Sie. Und zwar das hier, schauen Sie mal das. Erste Milz-OP durch Vagina. Ja. Unfassbar, oder? Ja. Ist kein Scherz, wirklich. Da haben spanische Ärzte haben eine Milz durch eine Vagina entfernt. Ja. Aber Vorsicht, liebe Frauen, ja, bei der nächsten Wurzelbehandlung lieber trotzdem zum Zahnarzt gehen und nicht zum Gynäkologen. Ja. Oder? Ja. Und dann habe ich noch was für Sie. Und zwar eine Meldung aus England, meine Damen und Herren. Der Buckingham Palace soll angeblich umweltfeindlich sein. Ja. Was ist da denn los? Ja. Wärmekameras haben gezeigt, dass zu viel Energie entweicht. Die größte Wärmeschleuder sind die Ohren von Prinz Charles. Ja. Dann gibt es noch eine weitere Meldung aus dem englischen Königshaus, und zwar das hier. Ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Prinz Harry, ja, trägt pinken Nagellack. War unfassbar, oder? Dabei ist er doch gar nicht aus Köln. Ja. Ja. Immerhin hatte er seine Nazi-Uniform an, sonst hätte man ihn gar nicht erkannt. Ja. Ich frage mich, warum immer. Ja, ich frage mich wirklich, warum hacken eigentlich immer alle auf Prinz Harry rum? Ja, Camilla läuft doch auch den ganzen Tag in Frauenklamotten rum. Man weiß es nicht. So, meine Damen und Herren. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem jungen Mann. Sie kennen ihn alle aus Switch Reloaded. Das ist diese Sketch-Comedy, oder? Ja, die läuft jetzt nächsten Dienstag wieder ab auf ProSieben. Und hier ist, wie heißt der nochmal, Max Giermann, meine Damen und Herren. Stefan Raab, ja, meine Damen und Herren. Stefan Raab, ja. Dankeschön. Stefan Raab! Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann, den kennen Sie nicht nur von Erfolgsserien wie Switch, sondern auch weiteren erfolgreichen TV-Formaten hier bei ProSieben. Und demnächst kommt noch ein weiteres hinzu.
Es heißt Granaten wie wir. Er ist einer der besten Imitatoren und Schauspieler in der Comedy-Branche seit Jahrzehnten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. So, jetzt hier Max Giermann. So, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das hier mitbekommen haben. Ja. Seit wann trägst du Mütze? Mütze trage ich seit einer Woche hier. Ja, was? Ich wollte einfach den Lacher haben. Ja. Was für eine Rolle spielst du mit dieser Frisur? Dich. Ja. Unter anderem. Ja. Unter anderem. Nee, wir haben ja bei Granaten wie wir. So heißt die Sendung. So heißt die Sendung, die jetzt nächsten Dienstag bei ProSieben anfängt, haben wir die originelle Idee gehabt, dass das jede Woche ein anderer Moderator macht. Okay. Da muss ich mir jede Woche eine andere Perücke draufsetzen und okay. Das ist einfacher mit dieser schicken Frisur. Das heißt, du moderierst die Sendung jede Woche in der Person eines anderen Moderators die ganze Sendung über durch. Genau. Wann bin ich dran? Verstehen Sie? Wann bin ich dran? Wir wissen noch nicht genau. Es könnte sogar sein, dass das schon nächste Woche ist. Aber man weiß es nicht. Ich kann mittlerweile, kann ich dich besser imitieren, wie du mich machst, als mich selber. Ja, mach doch mal. Ja. So, ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Ah, sehr gut. So, jetzt hier, Granaten wie wir. Ein kleiner Ausschnitt, da können Sie mich auch noch mal sehen. Ich spiele eine kleine Nebenrolle. Bitte schön. Hallo, ich bin Strich. Ich bin Dennis. Herzlich willkommen bei Granaten wie wir. Heute mit Sonja Kraus, voll geil, so ich meine, mich geil. Elton und Olaf Schubert. Und hier ist der Gastgeber, Stefan Raab, so voll geil. So, meine Damen und Herren, ja. Herzlich willkommen zu TV Total. Schlag den Raab, oder? Granaten. Was war das nochmal? Granaten wie wir. Also, herzlich willkommen zu Granaten wie wir, meine Damen und Herren. Ja, ein kleiner Ausschnitt in dieser Funktion. Das ist aber sehr, wir fallen wirklich ein paar Sachen auf, die sehr genau beobachtet sind von dir. Zum Beispiel, wenn du die Treppe runterkommst, da hast du gerade so getan, als würdest du denjenigen suchen. Ich habe gar nicht so getan, das ging mir tatsächlich so, dass ich nicht wusste, wo der Kollege sitzt. Ich musste echt erst suchen. So geht es dir wahrscheinlich dann auch immer. Ne? Ja, nee, das ging mir auch so. Du kommst raus, du denkst gleich hier die Sendung. Im letzten Moment fängt dir ein, wer hat denn da gerade die Sendung? Wo das war das? Ach, du hast tatsächlich... ich dachte, du hättest das an mir beobachtet, weil mir geht das... Auch, aber in dem Fall ging es mir tatsächlich so, dass ich lange suchen musste. Aber sag mal, du trägst jetzt immer Anzüge, ne? Da muss ich ja dann eigentlich auch eintragen. Hin und wieder. Ich habe das extra gemacht. Aber das sieht toll aus, ne? Bild ich mir ein, ne? Doch. Das ist die absolute Sensation, wenn er Karl Lagerfeld macht. Ich habe das letzte in live gesehen. Ja. Doch. Hm. Wie lange? Bei mir ist das egal, ne? Bild ich mir ein. Ist das jetzt anstrengend nach dem großen Erfolg, nachdem jeder weiß, du bist es, der eigentlich so gut wie jeden nahezu perfekt imitieren kann? Wird es anstrengend auf Partys? Wenn die Leute sagen, ey, komm, Max, mach noch mal den Raab. Oder hier, guck mal, hier ist der Max. Kennst du Max? Geh mal hier. Der macht den Raab, mach noch mal den Raab, komm. So ist es auf der Straße dann eher. Das ist der Raab.
Nee, erkennen also die dich als mich oder erkennen die dich als dich? Ja, als mich, der dich macht wahrscheinlich. Ja. Okay. Aber nee, also das hält sich eigentlich noch in Grenzen. Auf Partys ist es nicht so. Wie gesagt, auf der Straße eher mal so. Aber ja. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Also die meisten fragen sich wahrscheinlich immer so, wie sieht der Mann hinter der Maske aus? Ja. Aber das frage ich mich bei Uschi Glas auch immer. Jetzt hast du noch eine neue Figur im Programm, nämlich Christian Rach, der auch eine der Sendungen Granaten, ja, richtig, wie wir moderieren. War bei Switch aber auch schon. War bei Switch auch schon? Ja. Okay, wir schauen mal kurz rein. Herzlich willkommen! Also, herzlich willkommen, verehrtes Publikum. Ja, ja. Heute. Also, heute bin ich in Köln, genauer gesagt in Hürth. Und hier läuft Granaten wie wir, eine Comedy-Show von ProSieben. Und die haben mich um Hilfe gebeten, weil der Laden läuft nicht richtig. Und ich bin mal gespannt, was ich da tun kann. Ich freue mich auf eine tolle Stunde hier bei Granaten wie wir. Das heißt, du moderierst in der Rolle eines anderen Prominenten und dann gibt es Sketche. Also wir haben eigentlich so alles, was in so einer bunten Comedy-Show vorkommen kann. Also wir haben Gäste, wir haben also prominente Gäste von Helge Schneider über Otto, Dieter Nuhr, Olli Pocher. Also viele Gäste, dann Musik-Acts, Backstreet Boys, Culture Candela und auch Live-Sketche, also so Sketche, die eingespielt werden, meine ich. So Filmchen. Okay. Live-Sketche wie bei Dieter Hallervorden früher. Zum Schluss noch der gespielte Witz. Palim, palim. Palim, palim. Demnächst wieder hier bei ProSieben. Ja, geht los am, das muss man mal kurz sagen, 20, immer dienstags 22.15 Uhr. Granaten wie wir hier auf ProSieben. Nächsten Dienstag geht's los. Genau. Ja? Ja. Dann vielen Dank, dass du hier bist. Ja, sehr gerne. Und toi, toi, toi. Viel Glück. Max Giermann, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Dankeschön, sehr nett. Ja, ist ja Wahnsinn, ist ja das reinste Biber-Fieber hier. Ja? Auch draußen vorm Studio stehen die ganzen Mädels mit ihren Transparenten. Ich will ein Kind von dir. Ich wäre vorsichtig. Naja, nee, aber mich haben sie unbehelligt durchgelassen. Bei mir ist ja so, mein Vorteil als Parodist, ja, wenn ich ungeschminkt bin, erkennt mich keine Sau. Ja? Ist auch so wirklich, wenn ich auf der Straße erkannt werde, gibt es so einen typischen Gesichtsausdruck. Ja, weil die Leute mich erkennen, aber irgendwie nicht so richtig einordnen können. Ich sehe dann immer ganz genau, was die Leute in diesem Moment denken. Ah, wer war das nochmal? Ah, man weiß es nicht, oder? So. Ja. Nee, also als Parodist erlebt man wirklich sehr skurrile Sachen im Alltag. Ich bin neulich mit einer U-Bahn gefahren, hier in Köln, ja. Und da stand ein junges Pärchen am Bahnsteig direkt vor mir und der Typ so: Du, das ist der. Nee, das ist der nicht. Doch, das ist der. Nee, das ist der nicht. Doch, das ist der. In der Lautstärke, wirklich direkt vor meiner Nase. Ich so, Entschuldigung, dürfte ich mal vorbei? Ihr steht vorm Automaten. Ja, klar. Ja, doch, das ist der. Nee, das ist der nicht. Doch, das ist der. Nee, das ist der nicht. Doch. Ja, ist ja gut, Leute, ich bin's. Ja, sag ich dann. In der Hoffnung, jetzt wäre endlich Ruhe. Von wegen, in der U-Bahn ging's dann weiter. Jetzt frag ihn doch. Nee, ich frag den nicht, jetzt frag ihn doch. Nee, ich frag den nicht, jetzt frag ihn doch. Nee, jetzt frag mich. Entschuldigung, dürfte ich ein Autogramm haben, Herr Mittermeier? Ja. Schon verstörend, oder? Ja, weiß auch nicht. Oder neulich war ich im Supermarkt, wo ich immer hingehe, in meinen Supermarkt, ja, und die Verkäuferin dachte plötzlich, ich mach Kai Pflaume nach. Dabei habe ich einfach nur dämlich geguckt. Ja. Ich konnte mich für keinen Käse entscheiden. Ja. Hm.
Ja. Ich gucke halt manchmal so, was soll ich machen? Das ist halt mein Gesicht, ja? Ich habe dann wie Uli Hoeneß geguckt und Wurst genommen. Und wenn ich Bananen kaufe, gucke ich wie Oli Kahn, oder was? Ich nehm die gelben. Doppelklopp. Da wird man doch irgendwann schizophren, oder? Das fragen mich witzigerweise auch immer alle Journalisten, ja? Die Journalisten fragen mich immer, Herr Giermann, wird man bei so vielen Rollen eigentlich irgendwann schizophren? Ich sag dann immer, oh, ja. Also ich nicht, aber fragen Sie mal die anderen. Nee, noch habe ich es halbwegs unter Kontrolle. Ich sag mir auch immer wie heißt es in diesem Song von Andreas Burani, das ist alles nur. Zu einem jungen Mann, der zu den besten Parodisten und Comedians dieses Landes gehört. Er kann mich besser als ich. Ja? Unter anderem, aber auch viele andere. Bitte begrüßen Sie Max Giermann. Sehr gut, vielen Dank. Freue mich, mal wieder hier zu sein. Ja, ja. Mir auch eine Freude. Du hast wieder fantastisches Material mitgebracht. Du kannst ja alle. Woran liegt das? Mittlerweile sind es, glaube ich, echt 50 oder so, ja. Ja. Ja, ja. Du siehst aber auch immer so aus wie alle. Liegt das daran, dass dein Gesicht, dass dein Gesicht einfach von jedem. Was ist das denn für eine Beleidigung? So! Jetzt muss man ja mal. Was? Jetzt muss man sich fragen, wie funktioniert das eigentlich? Du musst ja offensichtlich die Programme so oft angucken, bis du die Leute drauf hast. Das geht ja wahrscheinlich nur durch ständiges Gucken, auch so im Sekundenabstand, jedes Wort einzeln lernen, jede Gestik dazu. Das heißt, du musst dir auch Programme angucken, die du wahrscheinlich total scheiße findest. Ja, die Leute können sich vorstellen, wie frustrierend mein Leben ist. Ja. Ja.
Ich kenne alles, was du machst, sozusagen. Nee, aber manchmal nimmt man nimmt sich oft nur eine Passage und guckt die halt dann immer wieder. Und immer wieder. Ja. Ich habe zum Beispiel festgestellt, du machst jetzt mehr so die Hände auseinander am Anfang. Seit neuestem? Ja, du machst mehr. Ich denke immer, du hast so 12 Finger. Sieht immer so aus. Seit neuestem oder was? Ja, so. Also ich weiß nicht, habe ich jetzt länger nicht. Was habe ich sonst gemacht? Ich weiß nicht, ob die so immer so weit gespreizt waren. Vielleicht kommt es vom Turmspringen oder so? Ja. Ich weiß nicht. Ist einfach das Entenfeeling ist einfach geiler. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel Hoche draufgezogen. Du sprichst auch. Oh, natürlich. Natürlich, komm nicht nur das. Was mit natürlich. So mal. Man muss. Ist wahrscheinlich sehr dankbar. Schau dir, wir sehen direkt mal einen Ausschnitt. Das Tolle ist wahrscheinlich für die Rolle, die ist sehr praktisch, weil man braucht nie Text lernen. Ja, ja, genau. Ja. Man sagt einfach nur, irgendein Blödsinn, genau. Irgendein Blödsinn. Wir schauen uns das mal an, hier, ein Ausschnitt aus Switch. Hallo Mädels, guckt mal, wen ich euch mitgebracht habe. Euer Chica. Letzte Woche, ich habe ihn gelernt, wie der Chica, ich muss ja machen, sexy Chica Walk, auf 20 cm High Heels. Und dann habe ich gelernt, auf 40 cm High Heels. Aber jetzt, wir machen absolute Königin Disziplin. Denn jetzt, die Chica, werden lernen, wie du musst machen, laufen, sexy Chica Walk, auf flachen da war nur mal ganz bitte ein Auge. Guck mal, ja. Ja. Oh, ja. Wer war das? Was? Wer war das? Das war ich. Ach, das warst das du. War ich. Ah, okay. Das bin ich. Das ist schon, weißt du, wenn ich irgendwas mache, wer war das? Das ist bei dir immer so wahrscheinlich. Zu Hause auch, ja. Aber ey, kannst du mir noch eine Milch mitbringen, wer war das? Ja. Ja. Kannst du überhaupt noch auf Partys gehen? Also mach noch mal einmal, komm, einmal noch, mach noch mal hier den Ding. Nee, ich habe mir gestern eine Waschmaschine gekauft, dann musste ich für den Typen auch Stefan Raab machen. Echt? Sonst hätte er sie nicht angeschlossen, ja. Tatsächlich? Ja. Und was hast du dann gemacht? Was war da denn los? Oh. Man weiß es nicht. Ja. Elton ist leider nicht da, also können Sie das bitte anschließen? Elton. Ja. Elton, ja. Ja. So, dann hast du auch noch hier bei The Voice of Germany, bist du auch mit dabei, wir schauen uns das mal an. Ja, wie gesagt, you are the voice, aber irgendwie bin ich nicht so... Richtig reingekommen? Nee, ich habe keinen... Ruf gespürt? Keinen hochgekriegt? Keinen fahren lassen? Keinen fahren lassen? Ey, Bibis und Barthead. Hm? Ihr wisst aber schon, dass das hier kein blödes Quiz ist oder so, oder? Seht ihr hier Günther ja auch irgendwo? Nein. Ich habe mich auch schon gewundert, dass wir beide nur einen Buzzer haben. Darf ich jetzt bitte mal ausreden? Dankeschön, ja? Also, du bist in meinem Team. Wo ist der Kandidat hin? Woo! Ey, bestimmt von einem UFO entführt. Woo! Und seit neuestem das waren übrigens die Originalstühle, die haben wir uns ausleihen dürfen. Echt cool. Ja. Seit neuestem bist du auch. Du bist doch auch Robert Geis, oder? Nee, das ist Martin Klempner. Ah, okay. Ja, ja. Man weiß schon manchmal gar nicht mehr, wer ist. Aber ja. Carmen Geis bist du. Nee, aber Brigitte Nielsen habe ich gespielt. Brigitte, das zeigen wir auch noch gleich. Echt? Du bist mein auch noch Gott. Brigitte. Und wir du gucken bist, ja nur Switch hier, ist ja auch schön. Ja, und du bist nicht nur Joko, sondern auch noch Klaas. Du bist ja nicht beiden. Ja, genau. Das gucken wir uns mal an hier. Sag mal, Klaas, haben Sie dich eigentlich auch für Let's Dance angefragt? Ja, habe ich sofort abgesagt, ne? Ich bin doch nicht bescheuert, ja? Mir hier von Maite Kelly irgendwie sagen zu lassen, wie scheiße ich mich bewege. So, ne? Ja, wisch das mal nicht weg. Gut tanzen können ist ein richtiger Schlüpferstürmer. Siehst du ja einen Deadlift die Soße, ne? Nee, wirklich. Die Frauen ticken da echt anders. Die denken, wenn du dich einigermaßen gut bewegen kannst, dann bist du automatisch auch gut im Bett. Hier, Gegenbeispiel. Absolutes Idol meiner Kindheit. Sascha Hehn. Ne? Nee, hier, Bud Spencer. Coole Sau.
War aber nie so der Frauenmagnet. Was gucken die Weiber am liebsten? Die indische Filme mit Chakru Dingens. Sieht aus wie ein Rosenverkäufer, aber tanzt sich eine nach der anderen in die Kiste. Ja, sag mal, guckst du sowas häufiger oder was? Oder hier, Al Pacino. Duft der Frauen. 1,68 Meter. Blind. Aber schön beim Tango die Alte abgegriffen. Aber so einmal gesehen, dass Bud Spencer neben einer scharfen Tante aufwacht. Also ich nicht. Das will ich genauso wenig sehen, ne? Wie ein Sextape von Tine Wittler. Ne? Ja, vielen Dank. Kurz was anderes zwischendurch zum Auflockern. Servus miteinander, ich bin der Thomas. Und ich der Christian. Und ich bin der Michael. Und zusammen sind wir die Bäckermeister Balletshofer. Kriegen wir aber auch Entenfeeling, ne? Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. So. Jetzt wieder zu dir. Ja, endlich. Sagen wir mal den nächsten Clip jetzt. Ja. Ist jetzt erstmal aktuell Pause, wenn das läuft? Oder seid ihr dann schon wieder in Vorbereitung auf die nächste Staffel? Und du nee, jetzt ist gerade ein bisschen Pause. Also wir haben ein halbes Jahr gedreht, ja, 18 Folgen. Und ja. Ab nächster Woche kommen die tatsächlich auch immer zwei Folgen hinter, also zwei neue Folgen. Immer schon um 10:15 die erste und danach direkt zur zweite. Die zweite. So bis Weihnachten, glaube ich, und dann ist es durch. Und wir haben jetzt auch erstmal nichts. Und du ziehst dir jetzt schon wieder neue Leute drauf? Nee, ich mache mal echt ein bisschen Pause gerade. Ich guck mal keinen Fern und so. Das tut echt mal ganz gut. Ja. Ich muss ja echt jeden Scheiß reinziehen. Ja. Ist ja so. Ja. Oder Matthäus? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Ah. den machen ja schon andere. Es ist ja immer cooler, was zu machen, was jetzt noch nicht so oft gemacht wurde. Okay. Ja, hast du denn jemanden im Blick, wo du sagst, das hier ist mein nächstes Opfer? Nee, momentan eigentlich nicht, aber vielleicht hat ja irgendwie jemand einen Tipp oder hast du eine Idee? Ich weiß nicht, ich bin immer für alles offen. Ja, ich hätte, wo ist er denn? Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Ja, sehr gut, ist notiert. Ja, das ist cool. Gerät ja. Sagt, ne? Stimmt, ja. Er sagt es so, als meint er. Er sagt es bestimmt immer so, ne? Ja, wahrscheinlich, glaube ich auch, ja. dann schauen wir jetzt nochmal an, wie du als... Brigitte Nielsen aussiehst. Ja, cool, gerne. Ein kleiner Ausschnitt hier aus Zimmer frei. Warst du das richtige Zimmer frei? Ja, richtig, weil das echte Studio. Das echte Studio. Was geht los da rein? Hallo Leute, ich brauche in Deutschland. Brigitte Nielsen, Sie sind ja weltberühmt geworden dadurch, dass Sie gerne Hoden essen. Jawohl, hallo. Und meine Redaktion hat jetzt recherchiert, dass Sie mal mit Sylvester Stallone verheiratet waren. Das ist ein sehr, sehr personalen Fragen für Miss Christine. Du nicht wissen, was bedeuten. Ich sage dir, oh mein Gott, die ganze Nacht nichts schlafen. Sex, 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 immer nur Sex. Und hinterher noch mehr Sex. Dann kurz eine Pause, Frustungen. Und wieder Sex, 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 Lims, Lim, ja, und immer mit so einem kleinen Frustungen. War denn das auch der Grund für die Scheidung? Schlechter Sex? Ja, kleiner Ausschnitt aus Switch. Max Giermann als Brigitte Nielsen. Ja, ich hoffe, das geht weiter so erfolgreich zur Sache. Ja, wir überlegen. Wenn Sie einen Tipp haben, schreiben Sie uns. Ja, sehr gerne. Nee, schreiben Sie uns nicht. schreiben Sie uns eine Postkarte. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Jederzeit. Switch mit Max Giermann. Jede Woche. Montag.